Hallo Leute, willkommen hier mitten aus der Natur. Und wie ihr merkt, bin ich etwas ruhiger geworden nach meiner letzten 6-tägigen Wanderung. Und ja, wir sind heute hier unterwegs, machen eine schöne Trekkingtour, sind jetzt wieder hier am Blindensee angelangt, machen eine kleine Pause. Ja, es hat schon zwischenzeitlich mal geregnet, wir haben alle unsere Regenponchos angezogen und Regen und Sonne mischen sich. Wir sind gespannt aufs Wetter. Ich zumindest, weil die meiste Zeit hatte ich jetzt immer schönes Wetter und so ein Regenwetter ist auch mal ganz gut. Man kann die Ausrüstung mal wirklich testen. Taugt mein Tarp was? Ist mein Aufbau gut oder läuft da Wasser rein? Also bin gespannt und freue mich. Ja, und mit dabei der Michael, der Peter und stell du dich selber vor, wenn du schon hier dabei bist. Hallo, ich heiße Ivo und ja, ich habe es mal ausprobiert. Genau, und der Ivo hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Nein, hast du rein? Nein, glaube ich nicht. Aber er hat eine GoPro-Kamera auf jeden Fall. Vielleicht kommt mal irgendwann noch ein YouTube-Kanal. Ja, würde mich freuen, wenn ihr uns begleitet auf der Tour. Ich werde ein paar interessante Aufnahmen machen. Gibt was zu lernen, was zu sehen. Wir werden versuchen, euch was zu zeigen. Und viel Spaß beim Video, Leute. Wir sehen uns. Ja, was sehr vorbildlich ist, dass wir alle Trockenfrüchte dabei haben. Und jeder hat hier seine Spezialmischung. Der Ivo hat hier von Seeberger Studentenfutter. Und dann hat er noch so einen ganz leckeren Beerenmix. Peter, du hast die Ja, ich habe hier so einen Mix von Kaufland. Sind aber auch sehr gut. Die Kokosnuss sogar drin. Mhm. Beeren-Nuss-Mix, der war sehr, sehr lecker. Da sind auch kleine Himbeeren drin. Physalis, Preiselbeeren. Sehr, sehr lecker. Hat mir sehr gut geschmeckt. Und du hast hier Nuss-Obstriegel. Die sind vom Aldi. Nuss-Rohne. Gut. Alles Aldi. Sehr gut. Merci. Super. Problem. Jetzt haben wir uns gerade die Füße mit dem Schemack abgetrocknet. Die sind super Teile, merke ich gerade. Die sind absolut gut. Auch mitnehmen als Handtuch. Ja, für alles. Für alles. Geschirrtuch, Kopftuch. Super. Ivo hat Beer Grill Survival Set dabei. Das schauen wir uns das gerade mal an. Das habe ich mir gekauft, schon also ein bisschen länger her. Und das habe ich mir bei Amazon, glaube ich, bestellt. Und da sind halt so ein paar Sachen, ja, ein bisschen blau in meinen Händen vom Blaubeeren essen. Mhm. Also das sind so Streichhölzer, die nicht ausgehen, aber man kann die auch ins Wasser halten oder so. Oder wenn sie nass sind, kann man die entzünden. Ist alles gut. Dann habe ich von Nayu, da war ich im Lager, da habe ich mir eine Lupe noch dazu getan, die war aber nicht da drin. Dann halt Schnüre, die man immer brauchen kann. Falls man mal nach Hilfe braucht, dann kann man halt pfeifen. Dann haben wir hier so eine kleine Handsäge. Funktioniert nicht so gut. Ja, kenne ich. Die taugen nicht viel. Ich finde sie ganz lustig. Also der erste Schnitt ist immer super, weil dann hier noch nicht so Holz drin ist. Weil da ist nämlich
Ja. Hier, da ist immer direkt das Holz, so muss man halt so sägen. Okay. Das klappt nicht so gut. Ich hatte dann Hunger am See. Ein kleines Angelset. Ja. Mit Wirbeln, Schnurhaken. Und Gewicht natürlich. Dann zum Reparieren von Kleidung, Nadel, Faden, Knöpfe. Dann ein bisschen Draht. Kann man immer gut gebrauchen in Richtung Fallen bauen oder ähnliches. Und noch ein kleines, dünneres, festeres Schnürchen. Ist auch immer total gut, um irgendwas zu befestigen. Und dann hatte ich eigentlich noch ein kleines Stückchen Watte, aber es ist ja schon fast leer. Und eine normale Rettungsweste. Weste. Ja, da kann man auch jemanden, der unterkühlt ist oder so, einwickeln. Kann man sich eine Hängematte draus bauen, alles Mögliche. Super. Ja. Gut. Ja, hier habe ich Strohhalme genommen. Die kürzt man auf diese Länge. Dann nimmt man sich eine Flachstange, lässt die so weit rausgucken. Dann macht man eine Flamme drunter, dann schmoren die. Dann drückt man die mit der Zange zusammen. Dann hat man schon ein Ende zu. Dann kann man was reinfüllen, macht das dann hier oben genauso. Zum Beispiel Öl und Öl kann man das nehmen. Salz, Zucker. Und hier habe ich Gewürze drin. Dann macht man das anders. Da verschmort man nur ein Ende, lässt das andere Ende offen. Auf jeden Fall kommt da was raus. Ein Chili drin. Wo gibt es diese Röhrchen? Weil die sind ja schon recht groß und Durchmesser hier. Ich kenne jetzt nur die normalen Strohhalme. Die kriegt man auch. Partyladen, so vielleicht. Tränkeladen oder. Tränkeladen. Billigladen. Wow. Da macht man das zusammen. Ah ja. Super. Ich denke, die sind ganz praktisch. Hier, schön getrockneter Schnittlauch, Olivenöl. Ja. Dill habe ich vorhin gesehen. Ein kleines Ding. Salz, Pfeffer, Paprika, Curry. Schön, aber nicht selbst gemacht. Das andere ist echt genial. Wow. Klasse, da können wir ja richtig loslegen mit der Kocherei heute Abend. So, heute machen wir mal Feuer mit dem Funkenschläger. Wir müssen sagen, es hat tagelang geregnet hier. Also es ist alles klamm und feucht, aber wir probieren es jetzt einfach. Vorhin habe ich erklärt beim Anzünden im Zundernest, das hat mir ein kleiner Junge erzählt, soll man sich vorstellen, dass da ein Schmetterling drin liegt. Wenn ich das Zundernest zu fest drücke, dann würde ich den Schmetterling zerdrücken. Würde ich zu fest reinpusten, würde der Schmetterling wegfliegen. Und mit dieser kleinen Gedankenhilfe bekommt man vielleicht sein Zundernest entzündet. Super, Ivo. Klasse. Also, auf geht's zum Feuer. Ziemlich feucht. Gleich zum Feuer. Flammen füttern. Ganz toll gemacht. Das war alles leicht klamm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben hier Späne vorbereitet, weil die Rinde von allen Hölzern nass sind. Da brennt da nichts. Und jetzt müssen wir hier kämpfen. Ja, der erste halbe Tag nähert sich dem Ende. Also wir haben, wie gesagt, eine schöne kleine Wanderung gemacht, haben jetzt hier ein Feuer entzündet, alle unsere Tarps aufgebaut. Die werden wir uns morgen früh bei schönerem Licht anschauen. Und ja, das Wetter hebt. Gut, wenn heute Nacht ein Regenhusch kommt, bin ich gespannt. Wird schön gemütlich dann. Jetzt machen wir uns alle was zu essen hier. Peter kocht sich eine Linsensuppe. Die ist sehr lecker in seinem kleinen Edelstahltöpfchen hier, ganz gemütlich. Der Michael habe ich vorhin gesehen, der hat so eine Bistro-Salami und Kartoffelbrei und Schinkennudeln. Lecker. Und das mit Salami, ich denke, das ist okay. Das ist Luxus. Das gibt dann Energie zurück. Schön. Hier noch sein Lederbeutelchen mit Zunder allen drum und dran.
Und hier haben wir Brennnesseln, die werden wir gleich anbraten in Butter. Knusprig frittierte Brennnesseln. Etwas Grillfleisch, wir gönnen uns heute am ersten Abend was. Und morgen wird es dann ein bisschen spartanischer. Und du kochst ein leckeres Süppchen? Ja. Frühlingssuppe? Frühlingssuppe. Ja. Und ich muss dazu sagen, wir haben alle Gaskocher dabei, weil wir eigentlich jetzt so im Sommer weniger Feuer machen. Jetzt hat es lange geregnet. Hier haben wir die Möglichkeit für ein Feuer. Wenn wir unterwegs sind, dann kochen wir uns mal einen Kaffee und eine Suppe einfach auf dem Gaskocher und geht recht schnell. Ich wollte auch eigentlich im Feuer kochen, aber ich habe das Besteck hierfür vergessen. Okay. Weil es gibt hier einen Griff, für den kann man dann einfach ins Feuer stellen. Alles deswegen klar. Nutze ich jetzt auch die Gaskartusche. Gut, ansonsten könnte ich auch von mir Lederhandschuhe haben. Dann kann ich damit rausnehmen. Aber ja, was wie du meinst. Ja, gucken wir gleich nochmal. Alles klar. So, das. Jetzt brauche ich noch mein Brot und dann gibt's was zu essen. Gut. Ja, es wird langsam dunkel, recht bewölkt. Wir haben jetzt, glaube ich, 8:30. Ja, und dann werde ich mich mal verabschieden. Sag gute Nacht und schauen wir, was der morgige Tag bringt.